Hallo Freunde, der Captain Knorke wieder hier mit einer neuen Folge von Let's Play Game Globe. Heute eine Karte von Marty namens Rocket Car. Das ist leider nur ein ganz kurzes Video. Daher ziehen wir das Ganze hier auch mal mit dieser vollen Videosequenz durch. Weil es ist wirklich sehr, sehr kurz. Aber sehr, sehr fein. Marty zeigt damit, was man mit der Game Globe Engine bzw. mit Game Globe alles noch anstellen kann. So, wir laufen erstmal hier hoch. Dam di dam 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 dam. Und da haben wir es auch schon. The Rocket Car, baby. Gut, es ist nicht unbedingt hübsch, aber das soll sie auch nicht. Sondern funktionstüchtig. Lichthammer, sehr schön, wenn es dunkel wird, sehen wir auch alles. Obwohl ich glaube, bei der Geschwindigkeit nützt es gar nichts, wenn wir alles sehen. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Level gleich, indem wir hier aufsteigen. Dann muss ich auch sofort Gas geben, weil wir haben dann nämlich nur noch 5 Sekunden Zeit, um das Level zu beenden. So, ich versuche mal die Kamera einigermaßen in Position zu bringen. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Ui. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Wir versuchen es gleich nochmal. Das Video überspringen wir jetzt einfach mal. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir es geschafft haben. Aber wenn ich euch das schon zeige, dann soll es auch erledigt sein. Ja, ich springe hier hoch. Ich bin doof, ich weiß. So, das heißt, gleich wenn ich hier oben aufgesprungen bin, werde ich auch sofort nach vorn drücken. So, Kamera wieder in Position stellen und dann hoffen, dass das soweit gut geht. Sofort Gas. Baby. Ja, okay. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und ich würde sagen, Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.